Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, eigentlich könnte ich hier auf meinen Vorredner verweisen und mich wieder hinsetzen. Ich will aber doch noch ein paar Worte sagen. Es ist erstmal gut, dass wir uns hier mit der Situation an den Familiengerichten befassen. Allerdings bekommt dies, wenn die Grünen dies tun, wieder einen gewissen Einschlag und die Lösungsvorschläge der Grünen gehen dann in die grüne Richtung. Dass man festgestellte oder behauptete Mängel an den Familiengerichten meint, mit höheren Qualifikationsanforderungen und Qualifizierungsmaßnahmen bei der Richterschaft begegnen zu müssen, verwundert bei den Grünen einer Umerziehungspartei wenig. Ich glaube nicht, dass man der Situation an den Familiengerichten gerecht wird, wenn man die Familienrichter pauschal als fortbildungsbedürftig abqualifiziert. Die Familienrichter machen einen harten Job. Und auch einen guten Job. Und da gerät man schnell an die Belastungsgrenze. Die Ursachen, warum einiges nicht rund läuft, hat vor allem in der allgemeinen Belastungssituation ihre Ursache und nicht darin, dass die Familienrichter unfähig oder nicht genügend qualifiziert wären. Es wurde schon im Rechtsausschuss mehrfach von uns, der AfD, gesagt, dass wir die Forderung der Grünen, die Nichtzulassungsbeschwerde auch im familiengerichtlichen Verfahren zuzulassen, für sinnvoll halten und auch unterstützen werden. Ebenso ist es keine schlechte Idee, in den Fällen schwieriger Sorgerechtsentscheidungen nicht einen Richter allein, sondern eine Kammer, also drei Richter, entscheiden zu lassen. Die Frage aber ist, wie soll das alles realisiert werden? Woher will man das Personal nehmen? Da sehe ich große Probleme. In dem Gesetzentwurf der Grünen geht es um die Rechtsfolgen beim Versorgungsausgleich. Lassen sich zwei Ehepartner scheiden, kann der Versorgungsträger der ausgleichspflichtigen Person nach § 14 des Versorgungsausgleichsgesetzes ohne Vereinbarung mit der ausgleichsberechtigten Person eine externe Teilung des Versorgungsausgleichs nur in sehr engen Grenzen verlangen. Im Jahr 2017 lag der höchste Kapitalwert, den ein Ausgleichswert am Ende der Ehezeit hierzu haben durfte, bei 7.140 Euro. Ergibt sich der Ausgleichswert aus Anwartschaften, aus einer Unterstützungskasse wie einer Betriebsrentenversicherung, darf der Versorgungsträger die externe Teilung des Versorgungsausgleichs auch bei einem deutlich höheren Kapitalwert der Rentenanwartschaft verlangen. Wir reden hier von einem Kapitalwert von bis zu 76.200 Euro im Jahr 2017. Ja, hier besteht ein rechtliches Problem. Die Frage, wie geht man damit um, ist absolut berechtigt. Denn das Zusammenspiel zwischen den Paragraphen 14 und 17 des Versorgungsausgleichsgesetzes führt zu merkwürdigen Ergebnissen. Darum hat ja auch der 10. Senat für Familiensachen am OLG Hamm das Verfahren ausgesetzt und die Sache dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Dr. Lehri, da hat eben gerade darauf hingewiesen. Der Gesetzentwurf der Grünen will nun dem Bundesverfassungsgericht dazwischengrätschen. Ja, das halten wir nicht für sachgerecht, denn es gibt zu diesem Rechtsproblem eine sehr kontroverse Diskussion in Literatur und Rechtsprechung. Nach unserem Dafürhalten sollte man erst mal die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abwarten und dann prüfen, ob überhaupt noch gesetzgeberischer Bedarf besteht. Ja, und dann den abschließenden Versorgungsausgleich erst bei Eintritt in das Rentenalter durchzuführen, ja, darüber kann man reden. Aber was natürlich nicht sein darf, ist, dass wenn sich ein 37-Jähriger scheiden lässt, dass man dann 20 oder 30 Jahre später dann irgendwie noch mal wieder einen Streit hat. Das muss nicht sein. Ob das jetzt vermieden werden kann über diese Regelung, weiß ich nicht. Jedenfalls, wir halten das, so wie die Grünen hier jetzt vorgegangen sind, nicht für zustimmungsfähig. Vielen Dank.